In diesem Video zeige ich dir 10 Variationen Kettlebell Press. Ich werde dir von jeder Übung 4 Wiederholungen zeigen, damit ich ein bisschen was drunter erzählen kann, falls was Wichtiges dabei ist. Jetzt viel Spaß. Und wir starten mit der ganz einfachen Basisvariante einarmiger Kettlebell Press. Gehen über zum beidarmigen Kettlebell Press. Auch hier sollte nichts wirklich Neues dabei sein. Sonst einfach hier auf YouTube mal schauen. Gehen über zur sogenannten Seesaw Press. Eine Kettlebell ist oben, die andere geht runter und das Ganze schön dynamisch im Wechsel. Gibt es auch als Thruster. Wir haben die sogenannte Stacked Press oder die gestapelte Press. Das Video gibt es auf Instagram, wo ich die Vorgehensweise genauer erkläre. Ja, kann man auch schon Squat mitmachen. Und wir haben eine Übung, die solltest du nur dann machen, wenn du wirklich sicher bist in deiner Umgebung. Die Kettlebell kann dir fallen, die sogenannte Palm Press oder Handballen Press. Das sieht man auch nicht so häufig. Wir kommen zur Bottom-Up Press. Das ist eine Press-Variation, die relativ bekannt ist, sehr weit verbreitet. Wichtig ist, schütze mit deiner freien Hand deinen Kopf und dein Gesicht. Wir kommen zur sogenannten kontralateralen Press oder gegenseitigen Press. Das ist übrigens Absicht, natürlich. Ich hebe das Bein an, wo meine Kettlebell drauf ist. Und das Ganze gibt es auch im gegenläufigen ipsilaterale Press. Gleiches Bein, gleicher Arm und damit die Presses. Die Press im Ausfallschritt. Eine tolle Variation haben wir regelmäßig im Warm-up dabei mit leichten Gewichten. Ja, auch hier gibt es das gleiche Bein und mit dem gleichen Arm und hier gegenläufiger Arm oder gegenläufiges Bein, je nachdem von was du guckst. Und die letzte Übung ist die C-Press oder Set-Press. Man sitzt da und presst die Kettlebell über Kopf. Auch eine tolle Variation. So, jetzt dir viel Spaß bei deinen Press-Variationen. Lass mich wissen, wie das Ganze läuft für dich und viel Erfolg.